Der neue Meister in der Eishockey-Landesliga in Vorarlberg heißt HC Samina Rankweil. Nach dem 8:5 Auswärtssieg im ersten Finalspiel der Eishockey Vorarlberg-Liga gewannen die Rankweiler auch das Rückspiel auf der eigenen Anlage gegen den HSC Hohenems klar mit 4:1 Toren und kürten sich zum Meister in Vorarlbergs höchster Spielklasse. Damit entthronte Rankweil auch die Hohenemser gleich in doppelter Hinsicht. Hohenems hatte im Vorjahr das Double gewonnen. Wenige Wochen nach dem heimischen Pokalgewinn kürte sich nun der HC Samina Rankweil auch zum Vorarlberg-Ligameister. Unter der Ära von Günther W. Ammann war es für Rankweil das dritte Double in 5 Jahren. Die Kunsteisbahn Gastra in Rankweil war am Faschingssonntag bis auf den letzten Platz gefüllt. Fast 1000 Zuschauer pilgerten in die Eisarena, um beim zweiten Endspiel mit dabei zu sein. Rankweil konnte fast komplett antreten, nur Gerhard Salzer fehlte verletzungsbedingt wegen einer Gehirnerschütterung aus dem ersten Finalspiel. Dafür gab Michael Gau nach seiner langen Verletzungspause ein Comeback und auch der zuletzt gesperrte Nikolaus Senft war mit von der Partie. Rankweil war in den letzten Wochen enorm konstant. Dies auch deshalb, weil man mit dem Tschechen Tomas Kuharczyk einen ehemaligen Weltmeister verpflichtete. Einzigartig in der Eishockey-Landesliga. Dadurch entwickelte sich bei Samina Rankweil bisher auch ein Traumduo. Den Spielertrainer Michael Koppers und Kuharczyk harmonierten ab der ersten Partie hervorragend. In diesem zweiten Finalspiel musste Trainer Koppers aber taktisch vorgehen und so setzte er Tomas Kuharczyk auch nicht in der gleichen Linie ein. Die Hohenemser, sie waren vorgewarnt. Denn auch bei der 5:8 Niederlage im ersten Finalspiel in Hohenems glänzten die Oberländer. Zum Spielverlauf. Auftakt nach Maßgleich für die Rankweiler zu Beginn der Partie. Nach 62 Sekunden führten Koppers und Co. durch einen Treffer von Robin Rederer mit 1:0. Danach vergaben Salher, Pfister, Rederer und Koppers gleich im Minutentakt. Matchwinner war Spielertrainer Michael Koppers mit einem Doppelpack. Beide Male sozusagen in Unterzahl. Mit seinem Doppelpack erhöhte Koppers zunächst im zweiten und dann im dritten Drittel auf 3:0. Beim Penaltytor ging ein Foul an ihm in Unterzahl voraus und der Slowake konnte nur durch ein Foul gebremst werden. Alle 4 Treffer des frisch gebackenen Meisters waren übrigens Prädikat sehenswert. Spätestens nach dem 4:0 der Rankweiler war die Partie gelaufen. Den Emsern gelang erst 3 Minuten vor dem Schluss pfiff das Ehrentor. Der Hohenemser Sebastian Potese wurde übrigens ausgeschlossen. Rankweil war in diesen Finalspielen einfach besser. Nach dem vorletzten Tabellenplatz im Grunddurchgang war es noch ein versöhnliches Saisonende für die Rankweiler und damit zu den Stimmen des Spiels. Was bedeutet der Titel für die Mannschaft? Ja, alles, oder? Das ist ja, um das geht es, die ganze Saison, die ganze Vorbereitung. 6 Monate ist man gemeinsam, 4 Monate davor auf dem Eis. Am Anfang war es sehr durchwachsen und jetzt am Schluss hat es gepasst. Alle Register gezogen, die Mannschaft ist zusammengewachsen und entsprechend haben wir jetzt die Meisterschaft gewonnen für uns. War Hohenems ein starker Gegner? Absolut und nicht zum Unterschätzen, sie sind hervorragende Eisläufer, ein guter Trainer und waren im Prinzip die ganze Saison eigentlich top motiviert und immer mit vorne dabei und ja, eigentlich der stärkste Gegner, den wir haben können in der Vorarlbergliga. Wie geht es jetzt weiter mit der Mannschaft? Jetzt hat er den Titel, aber was kommt denn da? Jetzt wird einmal gefeiert, die nächsten paar Tage ausgiebig und dann tut man das Ganze einmal ein bisschen ruhen lassen. Alle erholen sich, der Ronny der andere hat vielleicht noch eine kleine Verletzung, die er auskurieren muss und im Sommer treffen wir uns dann wieder, um entsprechend einen Aufbau wieder zu machen. Ja gut, wir haben jetzt innerhalb von 5 Jahren den dritten Meistertitel eingefahren und das ist natürlich eine stolze Bilanz. Koppers und Kuharczyk ist natürlich ein Traumduo, sie haben super harmoniert, heute muss man die Taktik ein wenig ändern gegenüber dem Hohenems-Spiel, aber trotzdem, es hat alles geklappt, wir haben klar 4:1 gewonnen. Ja, sie sind einfach besser gewesen. Der Ausländer hat sicher was ausgemacht, aber wir haben noch schwach gespielt. Jetzt sind wir Zweiter geworden in der Meisterschaft, im Cup sind wir bis ins Halbfinale gekommen. Es hat schon gepasst, mitten in der Saison eine Mannschaft übernehmen ist nicht so einfach. Aber ich würde sagen, nächstes Jahr fangen wir mit einem Sommertraining richtig an und dann schauen wir mal, wie viele Spieler das wir noch kriegen und dann schauen wir, wie die Saison läuft. Ja. Eines war an diesem Abend dann auch noch klar. Denn nach diesem tollen Erfolg wurde am Faschingssonntag noch bis spät in die Nacht gefeiert.